Wetten International Darts Open 2023. Die erste Runde live und präsentiert von der PDC Europe hier aus der Sachsen Arena in Riesa. Eine Partie steht noch an in dieser Freitagnachmittagssession. Und wir begrüßen auf der Bühne aus München, Deutschland, 18 Jahre jung. Er feiert heute sein European Tour Debüt. Hier kommt Liam Mandel. Sein Gegner kommt aus Wales mit einem Titel auf der Pro Tour. Ein World Matchplay Finalist und der frühere Lakeside Champion of the World. Hier kommt the Prince of Wales, Richie Burnett. Wir begrüßen auf der Bühne den ältesten Teilnehmer mit Richie Burnett und den jüngsten mit Liam Mandel-Lawrence zum ersten Mal auf einer großen PDC-Bühne. Ein 18-jähriger gebürtiger Münchner, der auch in München lebt. Die Mutter Jessica ist Engländerin, der Vater ist Schwede, der kleine Bruder Colin ist mit dabei, die Mutter ist auch mit dabei. Dazu ein expliziter Trainer mit Peter Seidel, mehrfacher deutscher Meister. Da wird auch mal so ein bisschen mit Schlafmaske trainiert. Das ist sein Zögling, dieser Liam Mandel-Lawrence. 18 Jahre alt, also Jahrgang 2004. Da hatte Richie Burnett schon große Erfolge vorzuweisen. Der ist immerhin 38 Jahre älter, 56 aus Cumbrock. Zwischen Swansea und Cardiff in Wales. Der erste Auftritt nach diesem märchenhaften Auftritt bei den UK Open, als er das Viertelfinale erreicht hat. Das hier ist sein Comeback auf der European Tour. Nach 5 Jahren, 5 Jahre lang, war Richie Burnett nicht mehr auf der European Tour. Zuletzt Gibraltar 2018. Game on! Er hat auch das Ausbullen gewonnen und legt jetzt los. Und immer wieder 81. Der Oberkörper versucht, so lange wie möglich stabil zu sein. Und dann zucken alle Extremitäten. Und hier sind die ersten Würfe auf der European Tour von Liam Mandel-Lawrence. Wir sehen diese Reflex Points, dass die Darts so immer ein bisschen wackeln. Und er startet direkt mal mit dem Klassiker, mit der 26. Die WM 2020 hat bei Liam Mandel-Lawrence was ausgelöst. Die hat Peter Wright damals ja gewonnen. Dann kam Corona und dann hat er extrem viel gespielt. So ein bisschen wie das beispielsweise auch Josh Rock getan hat, der auch die 58. Corona-Zeit genutzt hat, um ganz, ganz viel Darts zu spielen und dadurch eine gewisse Grundstabilität aufzubauen. Hat dann 27. Im Host Nation Qualifier Finale Steffen Siepmann besiegt, sehr souverän durchmarschiert, nur 7 Legs in 5 Spielen abgegeben. $100.
40. Ja, der erste Dart kommt jetzt so langsam und der zweite hinterher. 139. Beide sehr markant in ihrem Wurfstil. Bei Richie Burnett wird es jetzt ein bisschen energischer. 78. Chance zum Break, zum frühen Break. Für den jungen Münchner. 20 für Tops. Und Tops. Oh, ja, Lee Mendel Lawrence. Bingo, Bongo. Einfach mal einen BDO-Weltmeister gebreakt. Game on. Erstes Leg auf der European Tour. 1-0. 1,97 auch groß. Richtig, richtig hünenhafter Typ. Erinnert so ein bisschen vom Auftreten her auch an Danny Jansen. Deutschlands Antwort auf Danny Jansen, könnte man schon fast sagen. Sehr selbstbewusster Typ, der macht sich keinen Kopf. Der spielt einfach Darts. Der hat auch bei diesen Host Nation Qualifiern einfach gespielt. Und das erste Mal nachgedacht, 42. Als es um die Qualifikation für das nächste European Tour Turnier ging. In München, in seiner Heimat. Und da hat er dann mal ganz kurz drüber nachgedacht, was das bedeutet. Auch für dieses Turnier hat sich Lee Mendel Lawrence qualifiziert. 60. Für Richie Burnett ist in dieser Partie bis hierhin das Trippelfeld vernagelt. Immer wieder der Kopf in den Nacken. Der hintere Fuß 40. Schlägt aus. Richie Burnett, der frisst gleich die Dartscheibe auf. Den hat er reingetanzt. Unnachahmlich. Dann haben wir eine Studie in diesem so markanten Wurfstil. Hat als erster ein Finish stehen. Richie require 160.
60. Lamy require 76. Das ist bislang nicht gut von Richie Burnett. Alles andere als das. Chance zum 2:0 für Liam Mendel Lawrence. Doppel 8. Und auch der ist drin. Liam Mendel Lawrence führt mit 2:0 gegen Richie Burnett. Game on. Der jetzt zum ersten Mal zwei Triple gefunden hat. Ist überhaupt nicht zufrieden, Richie Burnett, der BDO-Weltmeister von 1995, der World Masters-Sieger von 1994, World Matchplay-Finalist 2001. Diese UK Open, die waren grandios zu beobachten, wie er sich da wieder reingefightet hat. James Richardson, Julian van der Velde, Flo Hempel, Ted Evans und Peter Wright besiegt. UK Open Viertelfinale für Richie Burnett. Ich bin ein zäher alter Mann, ich liebe dieses Spiel, hat er danach gesagt. Gut. Easy one. Oh, 125. Ein bisschen drumherum spielen um diesen ersten. So, 35 Rests. Und jetzt auch überlegen, vielleicht nach unten zu gehen. Macht er auch. 97. Richie Uruguay, 120. Shanghai. Und tops. Und da ist er in diesem Jahr einer der Besten der Welt, Richie Burnett. 120 gecheckt, aber es ist nur das eigene Anwurfleck, das er durchgebracht hat. Liam Mendel Lawrence hat weiterhin das Break in seiner Tasche. Vom Niveau her beide jetzt ungefähr gleich auf. Richie Burnett zieht da ein bisschen an. 97. Beide so rund um 75, 76 Punkte. Dem platzt gleich der Kragen, Richie Burnett, bei seinem ersten European Tour Turnier auf deutschem Boden seit September 2014. Damals die European Darts Trophy in Leipzig. 83. Mendel Lawrence,
190. Kein Finish nach 12 Darts. Burnett kann jetzt hier Druck ausüben, hat einen besseren Touch auf die Triple 20. 99. Und der Rest kann da jetzt nochmal Liam ein bisschen Druck ausüben. Ansonsten könnte hier gleich Richie Burnett ausgleichen und das Break, dass er im ersten Leg verloren hat, sich zurückholen. 140. Erste 140 von Liam Mendel-Lawrence. Doppel 18 steht parat. Darf er? Doppel 10. 80. Liam require 36. Da ist nicht mehr viel Platz. Die hängen so ein bisschen nach unten. 18. Und lenken den Pfeil in die einfache 18. Nächste 20. Breakmöglichkeit für den Waliser. Doppel 5. 15. Liam require 18. Der ist hauchzart. Ja, 3-1. Liam Mendel-Lawrence. Good leg, it's Richie to throw first. Game on. Es ist ein hartes Stück Arbeit für beide an Bord. Aber immerhin hat er schon mal seinen Fangesang. Das ist eine große Chance für Liam Mendel-Lawrence, hier auch nochmal Druck auszuüben. So langsam kommt auch das Scoring. Genau das. 140. Er hat einen Finish nach 9 Darts. Der kann auch einfach mal so 12 Darter spielen. Das ist wirklich spektakulär, was Richie Burnett nach seinem letzten Dart regelmäßig veranstaltet. Doppel 19 Rest für das nächste Break. Burnett. Das kann er jetzt so langsam nicht mehr glauben. Die sind vogelwild, diese Darts. Lemmy require 38. Doppel 19.
Der schleicht da fast um Bord und Richie Burnett klatscht sich eine. Richie require 125. 120 hat Burnett gecheckt. 100 Rest. Triple 20. Tops! 105. Jetzt muss ich Liam Mandel-Lawrence nochmal kurz die Schuhe binden. Trägt alles nicht zur Laune von Richie Burnett bei. Chance zum Doppelbreak. Doppel 8. Und er nimmt sich die Zeit. Und wieder rüber auf die Doppel 4. Richie required 20. And on the fifth 2 zu 3. Auch das ist wieder ein hartes Stück Arbeit gewesen für Richie Burnett, der bemerkenswerte Zitate gefunden hat nach seinen UK Open. Ich habe für 2 Leben Geld verdient und für 3 ausgegeben. Er war pleite, hat von staatlicher Unterstützung gelebt. So Ende des ersten Jahrzehnts dieses Jahrtausends, Ende der 2000er Jahre. Hat eine Geschichte erzählt von einem Essen, das er sich warm machen wollte, aber er hatte keinen Wasserkocher, deswegen hat er Wasser aus der Heizung abgezogen. Aber er hat das nicht irgendwie mit einer Zange aufgedreht, sondern mit einer Nagelschere. Und das hat er dann nicht wieder zubekommen. Das heißt, er musste immer eine Schüssel wieder drunter stellen, hat eine Stunde geschlafen, dann das Wasser ausgetauscht, weggekippt, wieder die Schüssel drunter gestellt. Das war zeitweise das Leben vom BDO-Weltmeister von 1995. Das ist schon kein Auf und Ab mehr, das ist keine Achterbahn mehr, das sind Tour de France Anstiege und Abfahrten. Das Leben von Richie Burnett. Erste 180. Und damit hat er einen Finish nach 9 Darts. Was willst du mehr? 140. Er hat 6 Darts Zeit für 161 Punkte, um hier erneut seinen Anwurf durchzubringen. Morgen ging es dann gegen Danny Noppert. 64. Let me require 97. Score. 76 Rest für Liam Mandel-Lawrence. Nicht mehr möglich. 57. Top Rest. 120. Genau diese 120 Punkte hat Richie Burnett schon gecheckt. Jetzt ist das nicht mehr möglich. Let me require 40. Yeah. 4 zu 2 für Liam Mandel-Lawrence. 2 Legs braucht er noch. 2 Legs. Um beim Debüt direkt einzuziehen in die zweite Runde auf der European Tour, beim 100. Turnier. Average so bei 80 Punkten. Das ist genau das, was Liam Mandel-Lawrence ungefähr so spielt.
hat auch Ende Februar seinen ersten WDF-Ranking-Titel eingefahren. Bei den Slovak Open in der Slowakei als ungesetzter Spieler hat dort Siege eingefahren über Mark Barilli, den Schotten. Der war bei 5 Jahren auf der Tour unterwegs. Im Finale hat er Andy Bertens besiegt, einen WDF- und BDO-WM-Viertelfinalisten. 96 Punkte im Average gespielt. Dafür, dass er hier zum ersten Mal auf so einer Bühne unterwegs ist. Hut ab. Und Hand. Ich glaube, dieses Gefühl, das Richie Burnett gerade hat bei diesem Spiel, kennt jeder, der schon mal Darts in der Hand gehabt hat. Oh, 123. Erster Dart ist jetzt richtig gut bei Richie Burnett. Darauf kann er aufbauen. 145. Richie require 56. Yes, on the seventh leg, Richie Burnett. Und jetzt ist es wieder die Aufgabe von Liam Mandel-Lawrence, seinen Leg durchzubringen. Arbeitet als Minijobber im Bistro Harlekin in München. Liebe Grüße. Ist wirklich einfach ein entspannter Dude, der seine Darts spielt. Konstant, konsequent. 97. Und damit in diesem Jahr einen Sprung gemacht hat. 140. Siebte 140 von Richie Burnett. Im Scoring ist er klar besser. Der letzte abgelenkt. Burnett übernimmt die Führung in diesem Leg. Ist der dran? Ich glaube nicht. Ich glaube, der ist nicht dran am Board. Deswegen müssten es 80 Punkte sein. Kirk Behrens versucht alles, gibt alles. Nee, der ist nicht dran. 80 Punkte. Und das öffnet nochmal so ein bisschen die Tür. Perfekter Erster. Genau das braucht jetzt Liam Mandel-Lawrence. 140. Richie Rickon, 141. Triple 19, Triple 15. Er geht die Triple 15er Weg. Doppel 18. Oh! 12 Darter von Richie Burnett ins Gesicht von Liam Mandel-Lawrence. Ausgleich 4-4. Zweites High Finish. Vorteil: Prince of Wales. Liam
Zahlen sind okay. Aus Sicht von Liam Mendel Lawrence, Richie Burnett. 43. Geht auf die Knie. Es gibt wenige Spieler, die so mitleiden bei ihrem Spiel wie Richie Burnett. Oh, 140.